Ich habe hier noch ein Video gerade angezeigt gekriegt, das würde ich mir eigentlich auch noch gerne reinziehen. Heute ist Politik-Time, Bruder. Heute ist Politik-Time, meine lieben Freunde. Abweichende Meinungen werden mundtot gemacht. Harald Martenstein bei Viertel nach acht, Alter. Es gibt bei uns im Westen, der West Es gibt bei uns im Westen, der westlichen Welt. Der ganz rechts ist doch der Schweizer wieder, ne? Der hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Herrn Lauterbach, oder? Zwei neue Bedrohungen der Meinungsfreiheit und damit der Demokratie, finde ich, die oft unterschätzt werden. Die eine nenne ich die identitäre Ideologie. Da werden jetzt viele sagen, hä, was ist das denn? Es ist ganz einfach zu erklären. Man teilt die Menschheit in zwei Hälften. Auf der einen Seite sind die Guten und auf der anderen Seite sind die Bösen. Die Guten sind die, die diskriminiert werden, also wegen ihres Geschlechtes, wegen ihrer Hautfarbe, wegen ihrer Sexualität und so weiter. Die Bösen sind die, die diskriminieren, also Männer, Weiße, Heterosexuelle und so weiter. Der Clou bei dieser Sache ist, dass man nichts tun muss, um zu diskriminieren. Also man muss nicht wirklich jemanden diskriminiert haben. Man ist einfach qua dieser Eigenschaft, also zum Beispiel weiß zu sein, ist man ein Diskriminierender oder ein Rassist. Und umgekehrt ist es genauso. Sie können ein Millionär in Beverly Hills sein und diskriminiert sein, weil sie eben schwarz sind als Millionär in Beverly Hills. Das ist eine irgendwie irre Ideologie, finde ich. Aber sie hat sehr, sehr viele Anhänger gefunden, bei den Grünen, bei den Linken, zum Teil auch bei der SPD. Und sie hat auch in vielen Medienhäusern stabile Mehrheiten inzwischen erreicht. Ich halte sie deswegen für gefährlich, weil sie absolut intolerant ist. Und wenn man der Auffassung ist, wir sind die Guten, die anderen sind die Bösen, ist das ja auch irgendwie konsequent, intolerant zu sein. Eine Sache ist noch wichtig, diese Ideologie hat starke Ähnlichkeit mit zwei anderen totalitären Ideologien, nämlich einerseits dem Nationalismus, unser Volk ist das Beste, die anderen taugen nichts, und auf der anderen Seite mit dem Kommunismus und dem Marxismus. Kapitalisten böse, Arbeiterklasse gut. Das ist also ein sehr, sehr schlichtes Weltbild, das man also recyceln kann auf diese Art und Weise. Die zweite, wie ich finde, gefährliche Haltung, die es immer häufiger gibt, heißt, meine Meinung ist Wissenschaft. Das ist auch irgendwie irre und das gab es auch schon im Marxismus, der hat sich auch für eine Wissenschaft gehalten. Es gibt die Wissenschaft ja auch eigentlich gar nicht. Die Wissenschaft ändert ihre Meinung ständig, die Wissenschaft von vor 30 Jahren ist nicht mehr viel wert. Also ein letztes Beispiel zu dieser Sache, wenn Karl Lauterbach zum Beispiel sagt, der Virologe, dessen Meinung ich gern höre, das ist die Stimme der Wissenschaft. Drosten heißt er. Und der Virologe, dessen Meinung ich nicht so gern höre, Stör heißt er, der ist zweite Klasse. Zweitklassig, auf den müssen wir nicht so hören. Querdenker, Verschwörungstheoretiker. Also, das ist auch eine Art und Weise, freie Debatten zu verhindern und einzuschränken, indem man. Ist voll schlimm geworden, ne? Ist durch die Corona-Situation noch viel schlimmer geworden, dass einfach so Meinungen mundtot gemacht werden, mit so Aussagen wie. Ja, meins ist wissenschaftlich, deins nicht. Ich bin so, du bist so. Anstatt diesen, das fand ich schon von Anfang an, Bruder, anstatt diese Diskussion aufzumachen und einfach miteinander zu quatschen, ist es immer mehr in die Richtung gegangen, dass du brauchst nur einen Satz sagen oder nur das Gefühl erwecken, dass du anderer Meinung bist und du wirst sofort beleidigt, totgemacht und gecancelt. Weißt du was? Das hat so krass Überhand genommen, das ist den Leuten, glaube ich, gar nicht richtig bewusst geworden, wie krass das Einzug in unser Verhalten auch in Social Media genommen hat, so. Leute, disst. Ja, ich meine, der Harald Martenstein Ah, da ist er wieder, der Schweizer. Hier natürlich den Punkt eines wirklich beunruhigenden Phänomens. Ich habe mir immer überlegt, dass das glücklicherweise auf der Lauterbach sein kleiner Bruder, Seite des Ozeans, vor allem bei den Vereinigten Staaten stattfindet, an den Unis. Da wird ja zum Teil fast schon, das geht dann schon in den klinischen Wahnsinn hinein, was dort zum Teil gelehrt wird. Aber das breitet sich hier auch aus. Aber es ist kein neues Phänomen. Es ist eigentlich das klassische, früher haben wir dem gesagt, das klassische Gutmenschentum. Und das, was das eigentlich ist, niemand ist ja gegen gute Menschen, niemand ist gegen das Gute, aber der Gutmensch, der redet nur vom Guten.
meint aber sich selbst. Und das ist hier die perfide Technik. Man benutzt Toleranz, scheinbare Wachsamkeit, Empfindsamkeit. Erstmal die Guten und die Bösen, dann fühlst du dich auf der sicheren Seite, wenn du zu den Guten gehörst, in Anführungszeichen, und dann geht's los. Um sich damit auf ein moralisches Podest zu stellen und uns Normalsterblichen ein schlechtes Gewissen einzujagen. Ich sage immer oder ich spüre dann immer, wenn das eintritt, was Sie gesagt haben, dass ich von Inquisitorengesichtern umzingelt bin, von diesen Schießschartenaugen, die mit lauernder Einfalt versuchen, mir die Worte so im Mund umzudrehen. Fake News, dass man mich irgendwie auf dem Grillrost der politischen Korrektheit spedieren kann. Wir sind ja vier weiße Männer hier. Das heißt, wir müssen schon jetzt auch in der Logik extrem aufpassen, was wir sagen. Es ist fast schon eine diskriminierende Sendung, die wir dann ja hier betreiben. Naja, ich glaube, aber vielleicht dürfen wir uns zu gewissen Themen jetzt hier gar nicht äußern. Aber Scherz beiseite. Ich glaube, das, was Roger Köppel sagt, geht auch in die richtige Richtung. Ich glaube aber trotzdem, dass es noch eine Entwicklung zusätzlich gegeben hat. Habt ihr das mitgekriegt mit Friday for Future? Mit der einen, das war krass, wo hab ich denn das gehört? Fridays for Future, die eine mit Dreadlocks. Da war jemand mit Dreadlocks, wollte irgendwie eine Rede halten oder so und durfte diese Rede nicht halten, weil sie weiß war und Dreadlocks hatte. Hätte jetzt ihre Haare abrasieren müssen oder es hätte jemand Schwarzes kommen müssen mit Dreadlocks, weil das geht so nicht. Dass es nicht immer so war, sondern dass wir ja auch sehen, selbst bei Fridays for Future wird gecancelt, wenn man... Ach krass, Digga, jetzt spricht er genau das wahrscheinlich jetzt an, oder was? ...als Weißer oder als Weiße die falsche Frisur trägt. Also da kommen wir, glaube ich, schon in Bereiche, die ganz neu sind. Cancel Culture ist ja an sich ein Ausdruck auch von Angst. Also Sie haben das, glaube ich, ganz gut auch beschrieben. Der Nationalismus, der Kommunismus sind ja eigentlich Angst... Vor allen Dingen, die gehen mit einem Thema dahin und sagen, Friday for Future, so, wir setzen uns für irgendwas ein, weißt du, deren Thema ist ja auch angeblich liberal und offen und so, und dann canceln die jemanden bezüglich seiner fucking Frisur, weil es angeblich nicht zu Weißen passt und das dann irgendwie diskriminierend wäre, wenn eine Weiße mit Dreadlocks da sprechen würde. Das macht sowas von gar keinen Sinn. Ideologien. Man weiß, man ist schwach und man versucht es dann über gewisse Aussagen und gewisse andere Merkmale sich stark zu fühlen. Also da ist vieles, was, glaube ich, da zusammenkommt. Ein Punkt, den ich noch machen möchte, ist, und ich glaube, diese... Ah ja, stimmt, es war eine Musikerin, hat gerade einer reingeschrieben, hast recht. Die wollte einen Song, ein Lied singen, ne? Culture hat sich schon in die Politik bei uns gezogen. Gibt beispielsweise einen Bundeskanzler, der beim Thema, und Sie haben es gerade angesprochen, auch beim Thema Corona doch sehr auf die Wissenschaft gehört hat. Aber wenn es beispielsweise um Ökonomen geht, da hat er gerade vor kurzem bei Anne Will gesagt, nein, also das wäre alles Quatsch, was da berechnet wurde. Er hat auch als der wissenschaftliche Beirat vor ein paar Monaten, der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministers, etwas zum Thema Rente errechnet, hat gesagt, das sieht alles ziemlich düster aus. Da hat er denen vorgeworfen, diesen Ökonomen, dass sie falsch gerechnet hätten. Das sagt damals der Finanzminister Scholz einfach so aus der Lameng. Das hat auch was mit Cancel Culture zu tun. Aber als Brillenträger, Jan Schäfer, sind wir auf der sicheren Seite, weil wir gehören auch zu einer Opfergruppe. Wir sind die Opfergruppe der Kurzsichtigen. Aber ihr habt wir hier die Mehrheit. Ihr habt hier die Mehrheit. Geht so los. Nehmen wir nochmal die Wissenschaftler. Was ich reklamiere ist, dass man die nicht in einen Raum sperrt und die mit allen mit einer konsolidierten Meinung rauskommt. Also ja, ist. Ich wollte gerade sagen, den kenne ich doch von früher aus dem Fernsehen. Alter. Extreme Ansichten. Der hat doch auch die ein oder andere Botox-Kur hinter sich, oder sieht das nur so aus? Der eine forscht eher so und der andere hat den Blickwinkel. Aber ich würde mehrere anhören, irgendwie die Mehrheit oder das konsolidierte Votum nehmen und mit den Privilegierten, das kennen wir in der Start-up-Welt gar nicht. Migrationshintergrund, die... Bewegt sich gar nichts mehr im Gesicht. Teams, älter, jünger, weiblich, männlich, Flüchtlingskinder dabei, das haben wir nicht. Da regiert Pragmatismus. In der Start-up-Szene gibt es das nicht. Das finde ich einen ganz wesentlichen Punkt, den Sie jetzt gebracht haben. Das ist nämlich die Außerkraftsetzung des Leistungsprinzips. Wenn man die Menschheit nur noch aufteilt nach biologischen Herkunftskriterien, das Biologismus, eine ganz üble Geschichte, und das Gute an der Marktwirtschaft ist ja, dass das Leistungsprinzip gilt. Das heißt,
unabhängig, woher ich komme, welche Religion, welche Hautfarbe, welche Haarfarbe habe ich, kann ich mich aufgrund der Leistung, die ich in den Augen anderer erbringe, in einen völlig neuen gesellschaftlichen Status bringen. Und das wird rückabgewickelt durch diese Cancel und Diversity und was ist das da noch? Da hat der richtige Schweizerin, Mann, Alter, fühle ich. Minderheitenpolitik. Und jetzt ist die große Frage, wird es eigentlich schlimmer? Mit den Jahren, mit der zunehmenden Nutzung beispielsweise von Social Media, wo man sich in Echokammern nur noch aufhält. Also eigentlich das ja so aussuchen kann, dass man nur noch mit dem bestärkt wird, was man auch selbst hören möchte. Ansonsten blockiert man einfach den einen oder anderen Nutzer. Ich glaube, da gibt es eine Entwicklung, dass und das ist abseits jetzt von der Start-up-Szene, sich die Menschen dann genau diese Echokammer suchen. Klar, im Freundeskreis kann man das auch machen, aber da kann man nicht einfach sagen, jetzt Roger Köppel, sind Sie einfach mal leise, aber ich kann Sie abstellen, wenn ich möchte, bei Twitter einfach blockieren. Also ich habe schon, hab schon längst damit angefangen, nur noch meine eigenen Artikel zu lesen. Seither der Scheiße ist der geilste. Ich bin meine eigene Echokammer. Kommt's gut. Aber Sie holen mich da immer wieder raus hier in der Sendung. Also manchmal muss man sich vielleicht auch vor diesen anonymen Heckenschützen schützen. Ich vergleiche das immer, früher waren das an der Autobahnraststätte die Klowände, wo obszöne Sprüche waren und irgendwelche gefakten Telefonnummern und alles Mögliche. In der Anonymität andere zu beleidigen oder zu diskreditieren. Ich schätze dir, er schreibt gerade, stell dir mal vor, du kommst aus der Karibikurlaub mit Dreads oder mit Zöpfen und bekommst am Flughafen eine Glatze rasiert wegen Aneignung anderer Kulturen, Bruder. Der war sehr gut. Aber das bringt es gut auf den Punkt. Runter zu putzen, das ist so leicht. Also da meine ich, dass die Kommentare generell immer mit einem Identitätsnachweis. Gar nicht, dass man Adresse von der Person haben möchte, aber dass dies anonyme Beschmutzen nicht geht. Redaktion, ich möchte keine Namen nennen. Das müssen Sie aber. Nein, ich möchte keinen Namen nennen. Der Tisch der Freiheit, Herr Markstein. Aus Rücksichtnahme. Habe ich manchmal Leute getroffen, junge Menschen, die von der Universität kamen und in diesen Beruf gingen, die waren echt überrascht und geschockt, dass es Menschen gibt, die andere Auffassungen haben als sie. Das hatten sie also erkennbar nicht oder selten erlebt. Ja? Nicht in der Familie, nicht an der Uni, nicht in ihrer Peer Group, ja, wie man so sagt. Und wenn sie dann jemandem gegenüberstehen, der sagt, nö, ich sehe das völlig anders. Dann haben sie aber in einer Isolationsblase gelebt. Ja. Und das tut ihnen dann richtig weh. Da sind sie ganz traurig und wissen nicht, was sie tun sollen. Ja. Wir bleiben beim Thema Rollenbilder auf jeden Fall ein wenig und gehen weiter zu Roger Köppel, der über einen Vorfall berichtet bei den Oscars, den Sie vielleicht sogar auch schon gehört haben. Oh shit, man, gib mir die Backpfeife-Vibes, Alter. Slap it in, motherfucker. Ich scheiß auf Medien und alles, was sie predigen. Denn jeder mit einer freien Meinung ist hier in Deutschland einfach nur ein Alien.